Kennen Sie eigentlich noch die Augsburger Puppenkiste? Ich habe die als Kind geliebt. Also meine Helden waren Bilbo und seine Bande, Kleiner König Kalle Wirsch oder auch Urmel aus dem Eis. Und ich hätte nie gedacht, dass ich wieder mit der Augsburger Puppenkiste zu tun haben werde. Nur heißt die jetzt nicht mehr Augsburger Puppenkiste, sondern Neuköllner Puppenkiste. Es ist nämlich ein ganz großes Kasperletheater. Offiziell heißt es Untersuchungsausschuss Neukölln. Ich bin da Mitglied für die AfD. Und ich möchte Ihnen mal darüber berichten, was da so abgeht. Interessant ist eigentlich, dass ein Untersuchungsausschuss normalerweise von der Opposition eingesetzt wird, um die Regierung zu kontrollieren. Hier ist es umgekehrt. Die Regierung, also die SPD, die Grünen und vor allem die Linke, wollen die Polizei kontrollieren, den Verfassungsschutz, die Justiz, die Staatsanwaltschaft. Alle 2 Wochen sitze ich 9 Stunden in diesem Ausschuss und ich kann es wirklich kaum glauben. Sie müssen sich also vorstellen, wir haben eine Anklagebank. Auf der Anklagebank sitzt Rot, Rot, Grün und klagt letztendlich die AfD an. Und dann kommen die sogenannten Zeugen. Die Zeugen, das sind präparierte Leute, die haupt- oder nebenberuflich Antifaschisten sind. Und dann kommen die Fragen der Anklagebank. Die Fragen der Anklagebank sind leider Gottes zum Teil reine Suggestivfragen, obwohl das immer geleugnet wird. Die Fragen sind also so, dass die ohnehin präparierten antifaschistischen Zeugen irgendetwas sagen sollen, was sich aus der Frage ergibt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Das ist eigentlich verfahrensrechtlich und Sie wissen, dass ich professionell etwas davon verstehe. Kaum zu glauben, nach dem Motto, wie fanden Sie denn das Handeln der Polizei? In Ordnung? Sie fanden das Handeln der Polizei in Ordnung? Ja. Also kann ich festhalten, dass Sie wirklich das Handeln der Polizei in Ordnung fanden? So werden die Fragen gestellt, ganz besonders von der Linken. Und wir von der gegenüberliegenden Bank, wir sowieso, die CDU im Übrigen auch, stellen eher zurückhaltende Fragen und die FDP, wie es bei ihr so üblich ist, die kriegt wiederum beiden Seiten in den Hintern, je nachdem, wie es sich ergibt. Wozu das Ganze? Wozu das Ganze? Es soll eigentlich die Staatsmacht delegitimieren. Es soll eine große neue Verschwörungsgeschichte schaffen. Und es soll also zeigen, dass diese armen Antifaschisten in einer Art faschistischen Hölle leben müssen und mussten. Es sind überwiegend Damen, Sozialarbeiterinnen, Pfarrerinnen, Hausfrauen, die sich mit ihrem Kampf gegen rechts beschäftigen, die übrigens subjektiv auch große Angst haben. Objektiv ist aber nicht viel dahinter. Und je länger die Geschichte dauert, desto mehr schrumpft das ein. Die Gegenseite möchte es aber in Wirklichkeit aufbauschen. Ich glaube, es ist eine ganz große Verschleuderung von Steuergeld. Das ist kein Ausschuss, der zu irgendetwas nütze ist. Es sei denn, man möchte genau dasselbe wiederbeleben, wie es einmal früher die stalinistischen Schauprozesse waren. Mich erinnert es leider immer wieder daran. Und ich habe eine Sache gelernt. Mittlerweile ist für mich aus dem Munde eines Linken oder eines SPD-Mannes oder eines Grünen Antifaschist ein Schimpfwort. Denn wir von der AfD, wir lehnen nämlich Kommunismus genauso ab wie Faschismus. Und jetzt im Anschluss könnt ihr euch mein Statement in der letzten Pressekonferenz mal anhören. Von den Sachen, die ich gesagt habe, ist nichts in die Presse gekommen. Guckt es euch ruhig mal an. Hier, Herr Busek, Sie sind jetzt dran. Wie gesagt, ich entschuldige mich dafür, dass ich Sie vorher nicht angekommen habe. Vielen Dank. Ja, Herr Schrader sprach ein bisschen davon, dass einem da der Mund offen stehen bleibt, wenn man hört, was da geschieht. Das ist auch richtig. Mir bleibt manchmal der Mund offen stehen, wenn ich merke, wie die Fragen in diesem Ausschuss gestellt werden. Und ich muss leider aus meiner Erfahrung, jahrzehntelanger Erfahrung als Richter, der sowohl sich mit Verfahrensleitung als auch mit der Arbeit der Polizei auskennt, sagen, dass, glaube ich, die harte Fragestellung in diesem Ausschuss bei keinem Gericht Bestand hätte. Denn es handelt sich zumindest von einem Teil der dort gestellten Fragen um einfach Suggestivfragen. Es wird also den
Zeugen mehr oder weniger in den Mund gelegt, was sie sagen möchten und oder sollten. Und wenn das nicht geschieht, dann wird nochmal nachgefragt, ob es denn nicht so sei, dass man es so anders verstehen könnte. Das Ganze dient dazu, ich will es mal salopp formulieren, zusammen zu tackern, was nicht zusammen gehört, nämlich eine große Verschwörungserzählung aufzubauen. Und nach 7 Sitzungen, die wir hatten, kann man nicht sagen, dass diese große Verschwörungserzählung sich bestätigt hat. Richtig ist, es gab diese Vorgänge, richtig ist, es waren viele, richtig ist, die Polizei war nicht erfolgreich. Allerdings muss man ganz eindeutig eines sagen, die Opfer oder Betroffenen und Zeugen erhielten zum Teil eine ganz ungewöhnliche Sonderbehandlung von den Behörden. Das heißt, sie hatten Kontakt zum Senator, sie hatten Kontakt zur Regierenden, sie hatten Kontakt zum Polizeipräsidenten, sie hatten Kontakt zu den leitenden Beamten. Ich glaube nicht, dass andere Opfer von Straftaten, zum Beispiel wenn rechten Politikern das Auto angezündet wird, eine solche Sonderbehandlung erfahren. Und es ist aber so, dass diese Opfer das nicht hinreichend gewürdigt haben. So hat uns einer zum Beispiel gesagt, ja, er wolle ja nicht von der Polizei ungefragt Staatskundeunterricht erhalten. Das heißt, die Erwartungshaltung der Opfer war so groß, dass eigentlich die Polizei diese nicht genügen konnte. Im Übrigen ist es ja so, dass die Expertise dafür, wie ermittelt wird, offenbar von den Opfern im Einvernehmen mit zum Beispiel Herrn Schnader abgegeben wird. Ich weiß nicht genau, wie die Polizei kriminaltechnisch richtig ermittelt. Das traue ich mir nicht zu. Aber das ist offensichtlich immer der Gesamttenor. Ich habe so den Eindruck, es werden hier Zusammenhänge geschaffen, die nicht da sind. Heute zum Beispiel wurde sogar Bezirksbürgermeister Buschkowski indirekt damit in Verbindung gebracht, ob denn die Zeugin und das Opfer nicht was mit Herrn Buschkowski zu tun gehabt hätte, der nicht hätte ermitteln wollen. Ich verstehe das nicht. Offensichtlich ist der Wahlkampf auch schon im Untersuchungsausschuss eröffnet. Für mich stellt sich die Sache so dar, dass je länger wir uns das anhören, das immer mehr zusammenschrumpft. Erstens. Zweitens, die Polizei war ganz gewiss nicht erfolgreich. Ich hatte aber den Eindruck, die Polizei war stets bemüht, aber vielleicht nicht ganz so kompetent, wie sie hätte sein sollen. Aber mangelnde Kompetenz von Berliner Behörden ist uns als Berliner doch zutiefst vertraut. Euch gefällt dieses Video und ihr wollt keine unserer Infos verpassen? Dann abonniert doch einfach kostenlos unseren Kanal und folgt uns auch auf Twitter, TikTok, Instagram, Facebook und Telegram. Die Links findet ihr in der Beschreibung.